Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr da seid. Ich bin's, Oaslei, und jetzt schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Neue Folge. Dank, Flying Golf. Das sind alles Folgen für YouTube. Das ist immer dienstags das Programm. Liebe Leute. Machen wir doch mal Hilfe. Hallo? Ich möchte zu Rose. Ist sie hier? Was wollen Sie von ihr? Ich muss mit ihr sprechen. Sie will nicht reden. Gehen Sie. Bitte, ich muss sie wirklich sehen. Ich bin Rose. Was kann ich für euch tun? Ich habe gehört, Sie können uns helfen. Euch helfen? Dann kommt. Wir reden lieber drinnen. Der ist not amused. Können wir ihnen vertrauen? Wir haben keine Wahl. Das ist wahr. Okay? Mir ist kalt, Kara. Wir gehen rein. Ja, wir gehen rein. Ganz schnell warm. Komm. Kommt rein. Wie ist dein Name? Sie hat ja Fieber. Wir waren die letzten Nächte draußen. Sie ist erschöpft. Wir haben oben ein Gästezimmer. Sie kann sich hinlegen. Ich bringe ihr etwas zu essen. Adam, bringst du sie nach oben? Adam mag uns auf jeden Fall nicht. Bringen wir Alice erstmal ins Bett. Da links von der Treppe waren Blutkanister. Okay. Wer lässt ins Bett? Legen wir dich schlafen, Kleine. Mir geht es gut, Kara. Wir können nicht hier bleiben. Wir müssen doch über die Grenze kommen. Keine Sorge, Alice. Diese Leute werden uns helfen. Ruh dich aus und morgen um diese Zeit sind wir in Kanada. Ich wollte gerade sagen, es bringt ja auch jetzt nichts, das übers Ass zu brechen. Uns. Wir haben ihnen nichts getan. Vielleicht sind sie unglücklich und suchen einen Schuldigen dafür. Warum reden sie nicht einfach mit uns?
Tja. Dann sehen Sie, dass wir nicht böse sind. Vielleicht eines Tages, ja. Ich weiß nicht, was du magst, aber hier sind Rose weltberühmte Spaghetti. Oh, geil. Da bist du schnell wieder auf dem Damm. Da ist was gegen das Fieber. Danke. Spaghetti, oh, nehme ich auch. Die wasche und trockne ich. Du musst etwas essen. Du hattest nicht, seit wir aufgebrochen sind. Versuchst du es für mich? Komm, Spaghetti sind immer lecker. Schlaf ein bisschen. Und morgen bist du stärker als ich. Ich mag Luther. Ich bleib bei ihr. Auch die Stimme von Booker von Discovery ist großartig. Schauen wir mal, wie sich die Szene hier entwickeln wird. Bleiben wir mit Rose? Ich hoffe, dass diesmal besser ist als letzte Mal. Als wir Vertrauen gefasst haben. Und müsst ihr gleich achten, hier rechts jetzt. Hier. Da sind überall Blutkanister. Ich bin Kara. Das ist mein Sohn Adam. Ich bin Rose, aber das weißt du ja. Komm und setz dich, Kara. Also, was machen ein Abweichler und ein Mädchen da draußen in dieser Kälte? Ihr Vater hat sie geschlagen. Als ich das miterleben musste, ist irgendetwas mit mir passiert. Plötzlich kam es mir so vor, als sei ihr Leben wichtiger als meins. Ich musste sie beschützen. Also flohen wir. Ich verstehe. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Alice hätte nicht noch eine Nacht im Freien überlebt. Ich versuche nur zu helfen, wo ich kann. Wir sind nicht die Ersten hier. In den letzten Wochen kamen immer mehr und mehr. Ich weiß nicht, was los ist, aber es passiert etwas. Sie sollen Androiden über die Grenze bringen. Können Sie uns helfen? Dazu müsstet ihr über den Fluss, und der ist zurzeit fast zugefroren. Es ist sehr riskant. Und nach der Rede dieses Androiden im Fernsehen sind alle sehr nervös. Es wäre jedenfalls sicherer, wenn ihr hier bleibt, bis sich die Lage beruhigt. So kann es nicht weitergehen. Alice braucht Sicherheit und ein normales Leben. Wir müssen über diese Grenze. Um jeden Preis. Bitte. Sie müssen uns helfen. Rose, komm schnell! Nicht, dass ich das Anrecht habe, einfach mitzugehen oder so, ne? Was ist los? Es ist Mary. Sie hat sich abgeschaltet. Wir sind zusammen geflohen. Wir redeten immer davon, was wir machen, wenn wir hinter der Grenze sind. Ich liebte sie. Ich liebte sie über alles. Was soll ich ohne sie machen? Lassen wir sie. Oh.
Alice? Was machst du? Du solltest schlafen. Ich war nicht müde. Komm, Alice. Sie wollte nicht länger in ihrem Zimmer bleiben. Alles okay, Kara? Ja. Mir geht's gut. Fuck. Wir können sie nicht verstecken. Nicht nach den Aktionen dieser Abweichler heute. Es ist zu gefährlich. Weißt du, was passiert, wenn man sie hier findet? Wir gehen ins Gefängnis, Mom. Hast du verstanden? Knast! Adam, das haben wir doch schon besprochen, dass... Nein! Diesmal halte ich nicht den Mund. Du ruinierst unser Leben und wofür? Für ein paar Maschinen? Sie sind keine Maschinen! Sie leben! Ich lebe! Du lebst! Sie... Sie sind nichts! Und nichts von all dem würde passieren, wenn Dad noch hier wäre! Ich dulde solche Reden hier nicht! Ich gehe nicht ins Gefängnis, weil du diesen Freaks helfen willst! Das reicht jetzt, Adam! Es reicht jetzt! Ignoriere ihn. Gänsehaut, okay. Manchmal dreht er einfach durch. Ich kann seine Angst verstehen. Seit sein Dad gestorben ist. Aber er ist ein guter Junge. Ich sehe nach, wie wir euch heute Nacht über die Grenze bringen, okay? Bleib du hier, es dauert nicht lang. Oh, fuck. Schon harter Tobak. Ich meine, ich kann das alles verstehen, ne? Ja, dass er Vater verloren hat, dass er Angst um seine Familie hat und Co. Die Beutel mit blauem Blut habe ich vorher schon gesehen. Scheint der Vater zu sein. Weihnachtsbaum. Warum wird mir... Rede mit Adam. Ha! Schwierige Entscheidung. Mit was rede ich? Der will aber gar nicht, ne? Ich weiß, du hältst uns für Maschinen. Aber seit ich Alice traf, kann ich Dinge fühlen. Ich sorge mich. Hab Angst um sie. Bin nur glücklich, wenn sie es ist. Das ergibt für dich vermutlich keinen Sinn, aber
Sie hat mich irgendwie verändert. Die Polizei! Es ist die Polizei! Was machen wir jetzt? Sie wissen, dass wir hier sind. Kümmere dich um Polizisten. Finde einen Beweis für Abweichler. Noch 4. Wie soll ich denn jetzt noch Beweise für Abweichler finden? Wir müssen aufmachen! Ich wusste, dass das passiert. Ich wusste es. In der Waschküche. Komm, Alice. Ob es die Waschküche jetzt richtig war, keine Ahnung, aber... Bleib ganz ruhig, Adam. Dann kommt alles in Ordnung. Ja. Noch 3? Wo soll ich denn jetzt hier noch Informationen herholen? Guten Abend, Ma'am. Entschuldigen Sie die Störung. Uns wurden Androiden in der Gegend gemeldet. Bei dem ganzen Abweichlerärger kann man nicht vorsichtig genug sein. Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Kann ich reinkommen? Natürlich. Abend, junger Mann. Guten Abend. Möchten Sie eine Tasse Kaffee? Sehr gerne. Ist Ihnen in letzter Zeit was Ungewöhnliches aufgefallen? Unerwartete Besucher? Nein. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Sonst noch jemand im Haus? Nein, nein, nur wir. Haben Sie Androiden hier? Früher mal für die Gartenarbeit, aber jetzt nicht mehr. Ich hätte Alice vielleicht sagen sollen. Was ist mit dem blauen Blut? Ich dachte, Sie haben keinen Androiden. Das gehört dem früheren Besitzer. Ich habe noch nicht alles aufgeräumt. Ich hab grad keine Ahnung, hier geht aber so ein bisschen die Pumpe, ne? Finde noch einen Beweis für Abweichler. Was für ein fucking Beweis? Wo soll ich denn noch schauen, ey? Junge, was stolzierst du die ganze Zeit durch meine Wohnung? Ah. Wie heißt du, Junge? Adam. Mein Name ist Adam. Ist alles in Ordnung, Adam? Die Androiden, sie... Er ist müde. Er hat den ganzen Tag im Garten gearbeitet. Weißt du irgendwas über die Abweichler? Hast du welche gesehen? Nein. Nein. Ich habe nichts gesehen.
Ich muss dann los. Danke für den Kaffee. Schönen Abend noch. Ist noch jemand im Haus? Das ist nichts, die Waschmaschine. Ein altes Modell, sie macht einen schrecklichen Lärm. Entschuldigen Sie die Störung. Namt, Ma'am. Namt, Adam. Er ist weg. Es ist okay, Alice. Wir sind jetzt sicher. Da ist Rose. Macht euch bereit. Wir gehen heute Nacht. Oh. Okay. Es war knackig. Hier gibt es nichts zu sehen freigeschaltet, okay? Das war... Keine Ahnung, ob die Waschküche der richtige Ort war, aber in der Küche zu verstecken war halt noch dummer. Ich bin ganz zufrieden damit. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.